Sie sind hier 31. Juli 2018, 8.31 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Mischlingsdommi sorgte für Erheiterung beim Halbmarathon, Urheberrecht RHRW Holi ein Hund sorgt bei einem Halbmarathon in Australien für Begeisterung. Der Vierbeiner mischt sich unter die Teilnehmer, läuft eine gute Zeit. Dafür gibt es eine Medaille. Ein Hund hat in Australien einen Halbmarathon absolviert und damit für Begeisterung im Starterfeld sowie am Straßenrand gesorgt. Der Mischling namens Stormy benötigte beim Goldfields Pipeline Marathon nahe der westlich gelegenen Stadt Kalgoorlie-Boulder lediglich 2,5 Stunden für die rund 21 Kilometer. Damit war er genauso schnell wie der Durchschnitt aller Teilnehmer und erhielt als Auszeichnung eine Medaille. Die Leute waren amüsiert. Es war ein sehr freundlicher Hund und vor dem Halbmarathon ging er herum und grüßte viele Leute. Als das Rennen begann, verabschiedete er sich wieder von ihnen, sagte Rennorganisator Grant Weholi der französischen Nachrichtenagentur AFP, twitter.com/lucybootz/status/102413224545435234. Unklar ist nach Angaben des Veranstalters, wem der schwarz-braune Vierbeiner gehört. Nach dem Rennen war er zunächst von Rangern eingefangen worden, nachdem sich ihm niemand annahm. Meldet sich innerhalb einer Woche nicht ein Besitzer, soll der einjährige Hund zur Adoption freigegeben werden. Von Sportinformationsdienst der SIT ist eine multimediale Sportnachrichtenagentur und versorgt Medien sowie Verbände, Aktive und Unternehmen rund um die Uhr. Mehr